Gut, dann gehen wir jetzt mal zum ja, Wasserfall, Seefall, Schrein. Seafall. Ja, du reist für mehrere Stunden und verlässt eventuell den Sumpfland. Ja, lässt den Sumpfland hinter dir. Du kletterst ein Plateau hoch und landest im Seegras. Gut. Ein ziemlich großes Plateau, wie es mir erscheint. Da haben wir eine Truhe und eine weiße Schlange. So. Da bekommen wir 52 Gold. Und was bekommen wir hier? Nix, weil die verschlossen ist. Und Jack kann auch nicht die Truhe aufmachen. Und was haben wir hier oben? Da geht ein Weg nach rechts. Okay. Weg da. Mist. Ja, wir haben da jetzt ein Haus. Wir gehen da gleich rein. Ich guck mal, ob wir noch hier irgendwas haben. Okay, Moment mal kurz. Ich muss mal kurz was nachschauen. Okay, alles klar. Ich habe nur kurz geguckt, ob die Aufnahme überhaupt mitläuft. So, wir haben hier oben eine Truhe. 7, was? 750 Gold. Ja, es hätte ruhig mehr sein können. Okay, Marshtee lief. Zwei Junebrays, erstmal hier fett klauen. Ich denke, zur Stadt zu ziehen. Es ist ziemlich ruhig hier. Also ich mag es, wenn es ruhig ist. Es ist ziemlich friedlich hier. Vor allem die Musik. Und schon ist die Musik weg. Gut, ja, rein nach rechts können wir nicht, weil wir noch keinen Grund haben. Da scheint irgend so ein Dock zu sein. So, haben wir hier rechts irgendwas? Nein. Nur ein großer Wasserfleck. Und hier kommen wir, glaube ich, zum Schrein. Jep, da sind schon die zwei Statuen. Die sind irgendwie immer vor irgendeinem Schrein. Diese Engelsstatuen. Okay, dieser Schrein ist zwar nicht zerstört, aber ziemlich ja, verwildert, also verwuchert. So, immerhin leben noch alle. So, ja, die Priesterin. Oh, du nimmst einen erfrischenden Schluck von der gesegneten Wasser. Vom gesegneten Wasser, irgendwie. Ja. Ah, die Musik. Also die Musik hier bei Ahriman's Prophezeiung ist ziemlich cool. Gut, ja, wir haben ja schon die Musik gehört, also im Wald, an dem verfluchten Dorf. Das Wasser in unserem Schrein ist gesegnet von den Göttern. Das Wasser hat heilende Eigenschaften. Ja, echt? Ja, gut, so heilende Eigenschaften hat es nicht. Ah, doch, aber nicht so stark. Ich muss, glaube ich, mehrere Schlücke nehmen. Okay. Hast du unsere Schwester im Müssenfall im Norden schon getroffen? Nee, noch nicht. Aber im Traum, glaube ich.
My Lady, wir haben vor kurzem den Dioli-Schrein besucht. Ich muss Ihnen leider mitteilen, dass der Schrein komplett zerstört wurde. Wir haben aber diese Notiz gefunden. Es sagt, dass wir euch warnen müssen. An das Avrin gefunden werden muss. Die Hand des Lichts ist gefallen. Der Schrein von Dioli ist nicht mehr. Gewolde hatte recht. Dunkle Zeiten brechen an. Also seid ihr, von denen Gewolda gesprochen hat. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. Eure Antworten liegen unter euch. Tief innerhalb der Wasserflüsse. Okay. Willkommen in dem Seefahrschrein, Reisende. Eure Antworten liegen, ja, in den Tiefen des Wassers. In den Wasserläufen. So, aber jetzt erstmal, wo ist die Toilette? Ich habe so viel getrunken, dass ich jetzt erstmal muss. Okay, guck keiner. Psst. So. So, ich heile mal die Vergiftung. Ja, Kaiserlief haben wir hier nicht. Okay. Ach ja, die Musik. So, von links kommen wir, dann gehe ich mal hier hin. Ciao. Das ist ja voll das Gegenteil zu hier oben. Oben ist voll friedlich und hier sitzen die auf so einem. Keine Ahnung, was das hier ist. Bitte helft mir. Was ist denn los? Ich habe ein. Ich musste einen qualvollen Tod erleben. Meine Schwester hat mich ermordet im Schlaf. Und nun versucht sie, meinen Ehemann zu heiraten. Ist dein Weg, wie wir dir helfen können? Geh zu Devonshire und findet einen Mann namens Herbert. Sagt ihm, was ich euch gesagt habe. Sagt ihm, Stella hat euch geschickt. Ich gebe euch dann mein Todeszertifikat, wenn ihr das für mich tut. Das ist das Einzige, was ich noch habe. Schluchz. Todeszertifikat, was haben wir denn damit? Ah, okay. Dein Todeszertifikat, bitte. Sorry, aber wir haben kein Todeszertifikat, Sir. Was ist ein Todeszertifikat? Alle Seelen erhalten ein Todeszertifikat, wenn sie vom dunklen Sensenmann ja, geholt werden nach dem Tod. Okay. Brauche ich ein Todeszertifikat, um ja, zu passieren? Ja. Kurz und knapp. Wie bekomme ich ein Todeszertifikat? Du musst sterben, du Idiot. Ja, das lag auf der Hand. Was beschützt du? Ich beschütze den Eingang zur Unterwelt. Ah, hier ist also die Hölle. Okay, da würde ich ungern rein. Okay, wir bekommen den Todeszertifikat von ihr. Das heißt, wir müssen jetzt mal schnell nach Devonshire. Dann können wir unterwegs noch einige Dinge erledigen, wie Kaiserlief für Jack zu kaufen. Und ja, den Quest mit Herbert ja, erledigen. Und dann wollte ich auch noch gucken, ob der Ball schon zu Ende ist. Hat ja schon lange genug gedauert.
Gut, und schon sind wir wieder im Sumpf. Wie viel Gold habe ich? Ja, unterwegs können wir auch dann eine Robe holen. Diese schwarze Robe. So. Ich fahre mir auch ein bisschen Gold und ja, XP kann ja nicht schaden. So, beide sind jetzt auf Level 25, also Devil und Talia. Oh, 78 Gold. Nochmal 78 Gold. Ja, dann hier hoch. Okay. Leicht umzingelt. So, jetzt ciao. Ich werde den Tali 41. Ich wechsle trotzdem zu Devin.